Terminal ist wahrscheinlich nach der interaktiven Serie Black Mirror Bandersnatch einer der interessantesten und originellsten Serienkonzepte, die ich je gesehen habe. Und damit sage ich herzlich willkommen zu unserem Netflix Mini-Tipp. Wer letzte Woche auf Netflix unterwegs war, ist wahrscheinlich aufgefallen, dass es auf Netflix 4 Serien gibt, die denselben Titel haben, aber unterschiedliche 2 Titel, nämlich Criminal England, Frankreich, Spanien und Deutschland. Alle 4 Serien gehören zum selben Universum, aber spielen zu unterschiedlichen Jahreszeiten und in unterschiedlichen Ländern. Man könnte meinen, dass es bei allen 4 Serien um dieselbe Handlung nur in unterschiedlichen Ländern geht, aber nein! Jedes Land hat eine eigene, eigenständige Handlung mit unterschiedlichen Charakteren. Und das einzig Gemeinsame an der Serie ist der Verhörraum. Das ist bei allen 4 Serien derselbe. Was ich spannend an dieser spanischen Produktion finde, ist nicht nur das Konzept, sondern vielmehr zu sehen, wie die Ermittler in den verschiedenen Ländern vorgehen, um aus den Kriminellen die Wahrheit herauszubekommen. Und besonders Spaß wird die Serie machen, wenn man versucht, mitzuraten. Denn meiner Meinung nach ist die Auflösung meist nicht hervorsehbar und überrascht einen sehr. Und wenn man mit einem Teil durch ist, hat man direkt Lust weiterzuschauen. Und so vergehen schnell 12 Stunden Zeit übers Wochenende. Also wer Lust hat auf eine gute Krimiserie, die nicht nur super abwechslungsreich und spannend ist, sollte Criminal unbedingt auf Netflix schauen. Können wir denn zur Sache kommen, bitte? Das wäre jetzt so ziemlich genau meine nächste Frage an Sie gewesen. Mein Mandant hat nichts gesehen. Wo ist sie? Wir sollten das gemeinsam angehen. Geräuschlos. Nach Protokoll. Mach dein Angebot, Schulz. Du bist nicht in der Position, Angebote zu machen. Mach keinen Quatsch, Karl. Haben Sie denn auch was Handfestes? Für den ist das hier ein Spiel. Wir haben doch nicht mal Beweise, dass überhaupt eine Straftat vorliegt. Bitte! So einer kann man nicht verhandeln. Man kann mit jedem verhandeln.